Viele Leute von euch fragen mich immer, was für ein Stativ ich eigentlich verwende, welchen Videokopf ich da drauf habe und so weiter. Und um all diese Fragen jetzt einmal zu beantworten, fasse ich in diesem Video mal alle Equipment-Produkte zusammen, welche ich so für die reine Produktion bzw. zum Aufnehmen meiner Videos verwende. Und alles weitere gibt es natürlich wie immer nach dem Intro. Viel Spaß! Als Kamera verwende ich die Sony Alpha 6300 in Kombination mit dem Sigma 18-35mm f1.8 Objektiv und diese Kombination gefällt mir auch wirklich ziemlich gut, einfach weil die Videoqualität in 4K natürlich, wie es sein muss, brillant ist und einfach super ist und ich mit diesem Equipment in jeder Situation gute Aufnahmen erzielen kann. Das Einzige, was ich nicht ganz so toll finde an der Kamera, ist die Akkulaufzeit und dass ich das Display nicht umklappen kann. Und um dem entgegenzuwirken, habe ich oben auf der Kamera drauf den Aperture VS1 Fine HD Monitor. Das ist ein 7 Zoll Field Monitor mit einer Full HD Auflösung. Und darüber sehe ich dann immer das Live-Bild, was ich gerade aufnehme, was natürlich zum Aufnehmen der Videos einiges leichter ist. Da diese Konstruktion nicht wirklich leicht ist, brauche ich natürlich auch ein Stativ, welches genug aushält. Und da bin ich mit dem Manfrotto 055 X Pro 3 meiner Meinung nach ziemlich gut beraten, denn dieses kann man wirklich ziemlich hoch ausfahren und selbst wenn es komplett ausgefahren ist, ist es noch ziemlich stabil, sodass auch bei hohen Aufnahmen halt die Shots nicht verwackeln, was ziemlich wichtig ist. Außerdem ist cool, dass ich die Mittelsäule um 90 Grad umklappen kann, wodurch ich bei den Shots auch noch mehr Variationen reinbekommen kann und gerade bei Unboxings ist das manchmal auch hilfreich. Für flüssige Videoschwenks verwende ich einen Fluidhead von der Firma Manfrotto und dank der Hydraulik, welche im Inneren werkelt, ist es auch nicht wirklich schwer, flüssige und gute Schwenks hinzubekommen, was natürlich meinen Workflow extrem verbessert. So toll das Ganze auch klingt, das Stativ und der Videokopf zusammen wiegen alleine 4,5 Kilo, also so circa, was natürlich eine Menge ist, aber Qualität und Stabilität haben nun mal ihren Preis. Der Ton in Videos ist natürlich auch mal sehr wichtig und hier verwende ich für meine Voiceovers das Blue Spark XLR Mikrofon in Kombination mit dem Blue Icicle Interface und das gefällt mir auch ziemlich gut, weil die Tonqualität einfach sauber und natürlich klingt und wenn ich dann vor der Kamera sitze, dann verwende ich ein Gansu Mikrofon von Sony, welches ich direkt auf den Blitzschuh-Mount schrauben kann und so den Ton dann direkt in der Kamera aufnehmen kann. Auch das gefällt mir ziemlich gut, einzig und allein ein Nachteil ist meiner Meinung nach, dass man immer einen kleinen Unterschied zwischen den beiden Mikrofonen hört, aber darüber kann man meiner Meinung nach auch hinwegsehen, weil der Sound trotzdem gut ist. Damit meine Videos auch drin immer gut ausgeleuchtet sind, verwende ich sogenannte Softboxen. Das sind einfach riesen Lampen mit Reflektoren, welche das Licht schön weich und gleichmäßig verteilen. Und mit diesen bin ich auch sehr zufrieden. Ich habe zwar zum damaligen Zeitpunkt, wo ich die Softboxen gekauft habe, einfach die billigsten genommen, welche ich finden konnte, aber sie reichen total aus. Draußen brauche ich die Softboxen dann natürlich nicht, denn dort habe ich die Sonne und das allgemeine Tageslicht. Und manchmal ist das eben auch zu hell und dafür habe ich dann einen ND-Filter und mit diesem kann ich sozusagen einfach das Objektiv verdunkeln, sodass weniger Licht auf den Sensor trifft, wodurch die Videos nicht überbelichtet sind. Ganz selten, aber manchmal verwende ich dann für einige Aufnahmen auch noch einen Rig und dieses habe ich mir selber zusammengestellt aus mehreren Teilen und auch mal in einem Video vorgestellt, welches ihr natürlich auch unten in der Videobeschreibung verlinkt findet. Das gleiche gilt auch für die anderen Produkte, denn ich habe zu nahezu jedem Produkt, welches ich jetzt hier in diesem Video erwähnt habe, auch ein Video auf diesem Kanal gemacht. Das heißt, wenn ihr nähere Informationen dazu haben wollt, dann schaut in der Beschreibung nach, denn dort findet ihr dann die Videos, sowie auch die Kauflinks, wenn ihr direkt zuschlagen wollt. Also bei Interesse schaut dort auf jeden Fall vorbei. Also, dann sind hoffentlich die ganzen Kamera-Equipment-Fragen geklärt. Wenn trotzdem noch welche offen geblieben sind, dann stellt diese einfach unten in den Kommentaren und ich werde diese natürlich auch wie immer beantworten. Aber dann war es das auch mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Und wenn ihr keine Videos von meinem Kanal mehr verpassen möchtet, dann lasst doch auch ein Abo da. Ich hoffe, ihr schaut auch beim nächsten Video wieder vorbei. Also bis dahin. Ciao.